Das ist einfach nur. Boah, wusste ich echt nicht, dass der da ist. Boah, Glück gehabt. Wie komme ich da hin? Geheimweg irgendwie. Hey, hier gibt es ja noch was. Habe ich gar nicht gesehen, dass hier noch was zu machen ist. Machen wir es gleich noch. Ist mir lieber, wenn ich neue Level machen kann. Silbersterne im Wumpkastel. Ja, das ist sicher witzig. Ja, ja. In Wumps Welt. Silbersterne sammeln. Boah, das war jetzt ein Schreck, Alter. Dieser blöde Wurm da, ey. Wusste ich echt nicht, dass der... Ich wusste nicht, dass der da ist. Ich dachte, der sei in Welt S irgendwo. Ja, hey, hallo. Wow, das ist die Kanone. Ah, ne. Ich dachte, da wäre jetzt wie im Original die Kanone. Hä? Was hat das jetzt gebracht? Hä? Was hat das jetzt gebracht? Ich habe keine Ahnung. Diese Wasserläufer waren hier aber nicht. Ursprünglich. So. Schauen wir mal, wo die anderen selber stehen. Wetten da oben. Das ist ein Leben. Geht auch. So, wow, der Mario hat gerade wieder weiße Augen gehabt. Ich will runter gucken. Hallo. Jetzt wird's mir zu blöd. Da drüben ist auch noch so ein Silberstern. Ich will gerade gucken, ob hier noch einer ist. Nee. What the? Boah. Hey, Silverstar. Was geht? What the? Oh. Okay. Mann! Nein! Die Super Mario Bros. 3 Musik. Sie ist weg. Psch, dafür stirbst du. Also, sind hier noch mehr auf der Burg oben. Die waren doch nicht so schwer versteckt, diese Silbersterne. Hat auf diesen Wolken immer. Nein! Oh, ich bin denn so ein Idiot. Ich kann auf denen ja nicht stehen, wenn ich den Wolkenpilz nicht habe. Wolkenpilz. Denn die Wolkenblume nicht habe. Dann ist Mario zu schwer irgendwie. Der ist dann als Wolken-Mario leicht genug, um auf denen zu stehen. Dann müssen wir uns die kurz holen. Gib it to me. Vielen Dank. So. So, jetzt kann ich auf denen auch stehen. Ohne irgendwelche Probleme. So, da hinten warst du, ne? Ja. Ich find's witzig, wie die auch diese Luma-Geräusche machen, wenn man die einsammelt. Ich frag mich sowieso, wer steckt denn die alle in so Blasen rein, bitte? Okay, wo sind die anderen? Da oben ist noch einer? Jetzt fehlt da noch einer irgendwo. Nein, ich will den haben. Gib ihn her, danke. Da hält sich die Wolke doppelt so fett. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ist jetzt dieser eine noch? Irgendwo ist noch einer. Ich bleib mal hier oben. Hier oben sieht man ja alles. Irgendwo muss noch einer sein. Vielleicht muss ich die kaputt machen. Dann geht das Tor vielleicht auch wieder und dann... Ne, da ist... Ne, da muss ich nicht rein. Das ist... Vielleicht hast du einen. Stupid Piranha. Vielleicht hast du den Silberstern dabei. Verpiss dich. Aber normalerweise findet man die auf Anhieb. Das ist jetzt nicht so ein schwieriges Level. Was hoch? Oh ja, ich glaube, auf dem Gipfel habe ich einen gesehen. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht da unten. Da war nämlich beim Original auch ein normaler Stern. Nichts. Vielleicht in der Kiste. Ja, den habe ich schon.
Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Die Welt ist nicht so groß, also man kann sich nicht großartig verirren. Das ist schon sehr gut an dem Level. Hallo ihr vier. Warte mal. Habe ich ihn nicht gerade gesehen? Vielleicht ist er da in der Wand drin, die versteckte Wand da. Ah, die ist, hey, die ist kaputt? Als ob ich sie gerade zerschossen hätte. Wie im Original. Einer muss hier irgendwo noch sein. Hey, diese Piranha-Blume ist irgendwie merkwürdig. Warum steht denn die nur in der Luft? Achso, die hat nichts. Ich dachte, die hätten... Da hinten ist er! Alles klar. Okay. Der war, der ist auch fies versteckt. Den sieht man gar nicht beim ersten Mal. Ja, dann holen wir ihn uns. Der ist aber im Abgrund, ne? Das ist ein Abgrund. Ja, wäre ich hier entlang gegangen, dann hätte ich ihn gesehen, ne? Hey! Ich will die Wolke machen, sonst bin ich jetzt tot, Spiel. Ja, natürlich. Fliegt wieder ganz nach oben. Puh, Glück gehabt. Sonst wäre ich jetzt tot gewesen. Mit der Wolkenblume geht das ja. Die Musik. Wie die immer so friedlich ist, nachdem man die Sterne hat. Schon fast mitleiderregend. So, give it to me. So. Zwei brauchen wir jetzt noch, ne? Zwei brauchen wir noch. Dann haben wir's. Dann können wir zu Bowser gehen und dann kriegt der Bowser eins auf die Fresse. Auf jeden Fall. Nachdem er uns in so ein hässliches Lava-Level geschickt hat und diesen blöden Wurm auch noch auf uns nochmal losgelassen hat, der brennt, werden wir dem so eins aufs Maul hauen. Oh! Oh, ich kann mir vorstellen, was man da tun muss. Man muss hundertprozentig die ganzen Gegner in einer gewissen Zeit besiegen. Kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Oder den Feuerdrachen in einer gewissen Zeit. Ich lese mir das jetzt mal durch. Wenn es der Drache ist, mache ich ihn nicht. Weil das ist übel. Dann schauen wir mal. Jetzt bin ich gespannt. Was willst du von uns? Okay, wir müssen die Gegner wahrscheinlich nochmal besiegen. In einer gewissen Zeit wahrscheinlich. Naja. Ja, wir müssen höchstwahrscheinlich die Gegner nochmal in einer gewissen Zeit besiegen. Hoffentlich schaffen wir das auch, weil ich habe jetzt eigentlich wieder zurück wollen. Aber gut, wenn der gleich kommt, dann können wir ihn da gleich probieren. Okay. Wir dürfen nicht getroffen werden. Heißt ein Treffer und wir sind weg. Also gut. Ja gut, das ist mir lieber als Zeitdruck. Wenn ich aufpassen muss, dann passe ich auf. Aber wenn ich... Dann spiele ich lieber ein bisschen vorsichtiger. Aber wenn ich Zeitdruck habe, dann soll ich ja schnell sein. Und das ist dann immer so ein bisschen... Das macht einen dann immer so nervös. Hey, die droppen gar keine Münzen. Tun sie wahrscheinlich aus Absicht nicht. Ja gut, bringt ja eh nichts, dass sie die Münzen droppen. Wir können uns nicht heilen. Nein! Oh, die Kamera! Boah, wie fies! Mann! Oh, das ist so fies! Mann, Leute, das war jetzt echt gemein. Blöde Kamera. Ich wollte nur zurücklaufen, weil ich das verschissene Leben haben wollte. Nicht in die andere Richtung. Mein Gott, ey. Ja gut, wenigstens bin ich so früh hier am Anfang gestorben. Aber Moment, die Bubus, die werden nervig, ne? Ja gut, geht, wenn man sie mit dem Licht gleich bescheint. Das war jetzt fies. Nein! Ah! Bei denen dauert das Kämpfen noch mal eine Stunde, wenn sie in die Lava reinfallen. Jetzt komm endlich her! Wo bist du langsam? Na, die Kamera war hier nämlich so total fies zu mir, weiß auch nicht. So, jetzt haben wir das Leben wieder. Das wollte ich eigentlich nur holen. So, jetzt haben wir's. So, dann müssen wir jetzt wieder um die Typen kümmern. Die waren ja relativ leicht zu killen. Die weichen auch aus, wenn ich den Feuerball schieße. Zumindest versuchen sie es. So, wir sind bauen. Ah, da geht's. Ah, die Krabben. Oh Gott. Ah ja, die können wir ja auch so besiegen. Lass dich besiegen, du Scheiß. Egal, dann machen wir sie nochmal. Oh, sie ist tot. Moment, die muss irgendwann leben. Ja, da. So. Sehr gut, dass man die auch gleich so killen kann. So, jetzt sind wir hier abgespeichert. Okay, das ist eh gut. Wenn wir hier abgespeichert sind, dann dürfen wir jetzt auch sterben. Dann ist es egal. Die sind auch fies. Wenn man sie im falschen... Nein! Bobby, nicht blöd!
Ich wollte auf den drauf, nicht in ihn rein. Boah, hallo. Ja, wenigstens darf ich jetzt hier wieder ran. Das wäre so... Aber wisst ihr, was richtig fies gewesen wäre, wenn sie gesagt hätten, komm, schafft das ganze Level ohne zu sterben und mit einem einzigen Leben. Das wäre fies gewesen. So. Wenn sie erst legen, dann passiert noch gar nichts. Aber wenn sie schon gelegt haben und dann weiterlaufen, dann ist es blöd. Dann kriegt man das Feuer ab. Ist mir ja schon ein paar Mal passiert. So, weiter geht's. So, dann kommen jetzt die Buhus. Vorsicht. Nicht treffen lassen. Die muss ich eben auch, so könnte man sagen, in einer gewissen Zeit besiegen, weil ich ja nicht unendlich Luft habe. So, die sind tot. Bei denen habe ich jetzt eher geglaubt, dass ich Schaden kriege. Na gut, wir haben es geschafft. So, was kommt jetzt? Okay, wir sind hier wieder abgespeichert. Sehr gut. Was kommt jetzt nochmal? Ah, jetzt kommen die Eisgegner. Na, die sind auch fies. Einfach, weil man sich so die ganze Zeit bewegt. Die sind tot. Die ersten zwei zumindest. Du bist auch tot. Sehr schön. Let's go. Ah, die Maulwürfel. Ja, die waren auch ganz einfach. Jetzt sterbe ich. Ah, gleich beide erwischt. Oh, boah, das war jetzt fies. Hätte der mich jetzt getroffen, wäre ich ausgerastet. So, danke für euren Schlüssel. Wer waren denn die nächsten? Ah, die wo so nach dem Rhythmus erst killbar sind. Also, je nachdem, welche Gravitation gerade herrscht. Ja, genau. Ja. Ich mach's lieber nicht. Ich gehe auf Nummer sicher. Nein, 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 nein. Na, das habe ich gedacht. Nein! Hey, ich bin noch auf ihm drauf gewesen! Was soll denn der Scheiß? Ich war auf ihm drauf, nicht in ihm! Was soll... Spiel, was denkst du dir denn immer? Glaubst du etwa, jeder, der springt auf die Seite... Hallo, vor allem war ich sowieso auf ihm drauf, bitte. Wer stirbt denn, wenn er so einen Typ berührt? Also bitte! Das ist doch lächerlich! Mann, das ist jetzt so ein Scheiß! Vor allem, ich darf dann jedes Mal diesen blöden Mist hier wieder machen! Verpiss dich! Gut, es soll ja auf eine gewisse Art und Weise sollen die Kometen ja schwerer werden, das ist ja logisch. Weil sonst wäre es jetzt zu einfach. Ich weiß nicht, ich habe das alles gemacht damals. Diese ganzen Powersterne, alle geholt. Nein, oh Mann! Hallo Mario, geht es auch, dass du nicht weiterspringst? Ich wollte diesen einen Typ nicht mehr! Das gibt's doch einfach nicht! Aha! Jetzt merkt man, wie meine Geduld weggeht, weil es mir einfach auf den Sack geht. Ich will doch nur diesen einen scheiß Gegner besiegen und dann springst, denkst du dir, ja komm, ich mache jetzt den zweiten gleich auch noch platt. Der hat einen Stachel, du Idiot! Ich verstehe es einfach nicht. Jetzt geh weg. Geh weg. Bitte, die Sequenz muss nicht jedes Mal kommen. Ich weiß, dass der Schlüssel da dann liegt. So, und jetzt lass mich diese Idioten einfach mal killen. Ich mach's jetzt so. So. Dann haben die schon einen gewissen Abstand. So. Jetzt töte ich dich auch noch. So. So, was war jetzt daran schwer, bitte? Die sterbe wegen so einem Rotz, ey. Das ist ja unglaublich. Das regt mich so auf, wenn ich bei so einem leichten, verkackten Scheiß sterbe. Oh ja, und jetzt kommen die miesen Kettenhunde wieder. So, die sind down. Schon mal zwei. Nee. Nee, so. Das war jetzt kein Problem. So. Gut, dann. Jetzt müsste auf einmal so ein irgendwas mich töten. So ein irgendwas, so die Luft. Oder die Luft oder so. Oh, jetzt haben wir es. Wunderbar. Boah. Das habe ich nur verkackt wegen diesem blöden Gravitationsdingsbums. Ey, es ist unglaublich. Nur weil Mario denkt, ja, ich will ihn berühren. Ey, das ist doch nervig. Oh. So, ein Stern brauchen wir noch. Galaxie komplett, ja bitte, komplett. Ich bin froh. Ja, ja, der Assistent kann mir helfen, halt die Klappe. So, okay.
Haben wir ja noch was zu tun, oder? Nein, ich will gar nichts mehr hier machen. So, ich gehe jetzt zurück. Welt 1 haben wir nichts mehr. Aber in Welt 2 können wir noch was machen. Hier ist der Komet zum einen und zum anderen noch eine Quest. Ich mache jetzt aber den Komet. Ehrlich gesagt. Weil bei dem Geheimen habe ich keine Ahnung, wo der ist. Weil wahrscheinlich war der sowieso nur in so einer Röhre. Die Stamina der Kanina. Oh Gott, was geht jetzt ab? Ah, der Boss. Okay. Nee, 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 nee. Ich muss diese Krabben alle in einer gewissen Zeit vernichten. Ah, es geht eh. Einigermaßen. Hoffentlich. Ja, natürlich. Die Zeit fängt an, wenn ich sie noch gar nicht töten kann. Oh, kommt her! Alle platt machen hier. Das ist schon geil irgendwie. Das ist böse, dass die immer weggehen von mir, wenn ich mächtiger bin als die. Vor dem Stachelding da. Blöd, jetzt stehen sie nämlich so verteilt. Das ist das Problem. Oh, jetzt wird's knapp. Nee, das schaffe ich nicht mehr rechtzeitig. Die stehen viel zu verteilt. Oh ja, das. Die Batterie auch noch nerven muss jetzt. Hallo, man stirbt doch nicht nur, weil eine gewisse Zeit abgelaufen ist. Das ist so dumm. Ich verstehe es nicht. Warum stirbt man, wenn eine Zeit abläuft? Ich sterbe doch auch nicht nur, weil ich meinen Vertrag nicht abgegeben habe oder sowas. Ich mache es jetzt so, ich roll einfach geradeaus. Die laufen ja wahrscheinlich... Warte! Jetzt habe ich den Pilz nicht mehr! Boah, ist das nett! Nur weil ich einmal getroffen werde, ist mein Item weg. Jetzt verschwende ich hier einen Haufen Zeit. Nur weil ich dieses blöde Item verloren habe. Jetzt stehen die alle noch blöd. So, jetzt brauche ich die Richtung. Boah, alle vernichtet. Das ist ein Großteil. Oder stirbt man? Oder Leute, seid ihr mal gestorben, wenn irgendwie ihr eine Hausaufgabe oder sowas nicht abgegeben habt? Also ich nicht. Da habt ihr auch einen Tag Zeit und wenn ihr es nicht schafft, dann seid ihr tot. So ist das Leben anscheinend. In Mario. Nein, 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 nein. Ich will diese eine Krabbe noch töten. Mario, du kannst doch diese eine Krabbe noch töten. Dir kann doch scheißegal sein, wie viel Zeit du noch hast. Also bitte. Okay, also gerade ausrollen. Das war Trick 17. Ist auch immer zufällig, ne, wo die stehen. Moment, die kommen doch immer dahin, wo ich stehe, oder nicht? Aber ich hau jetzt mal einige weg da. Weil die Blauen sind eigentlich nur so schwer zu erwischen, weil die immer von mir weggehen. Die haben ja Angst vor mir. Die habe ich aber zum Glück alle gekillt. So, jetzt habe ich es aber. Ey, ich verstehe es sowieso trotzdem nicht. Wieso stirbt Mario, wenn seine Zeit abläuft? Das ist so Quatsch. Das macht so keinen Sinn. Und vor allem regt es einen dann doppelt so auf, dass es keinen Sinn macht, wenn man es nicht schafft. So wie jetzt gerade. Aber ich hoffe, ihr hattet dafür wenigstens was zu lachen. Also ich werde sicher darüber lachen, wenn ich mir das Video nochmal anschaue. So, jetzt haben wir unsere 70 Sterne und jetzt können wir Bowser in den Arsch treten. Ja, ja, boah, wieso muss dieser Brief jetzt kommen? Den brauche ich doch gar nicht. 50 Sternenteile, wow. Gut, ich bin froh, wenn die ab und zu kommen, weil man dann... So viel gebracht. Oh, ich sehe es kommen, du planst irgendwas. Hallo? What the fuck?